regelmäßige Zuschauer meines Kanals sehen sofort, ich habe eine neue Fototasche. Konkret habe ich sogar zwei neue Taschen, zu denen kommen wir aber gleich. Erstmal, wie ich zu denen gekommen bin. Ihr habt ja immer wieder kommentiert unten drunter, welche Taschen und welche Transportmöglichkeiten ich ausprobieren soll. Aber ganz ehrlich, ich bin da bei neuen Kameras, bin ich halt gleich mit dabei, aber bei Taschen. Ach ja. Aber jetzt hat PGY Tech drei neue Taschen rausgebracht und hat mich gefragt, ob ich die testen möchte. Und er hat gesagt, ja, ich möchte auch nur zwei, denn was will ich mit drei Taschen? Zwei sind ja eigentlich schon zu viel. Und zwar gibt es einmal so eine kleine, ich nenne sie für mich zu kleine, gucken wir uns gleich genauer an. Dann gibt es eine mittlere Größe, 6 Liter hat die, und die gibt es eben noch eine Stufe größer mit 10 Liter. Aber ich habe mir gesagt, also 10 Liter ist mir dann doch schon wieder zu viel, außerdem ist es zu nah an dem Rucksack dran. Der 18 Liter hat, dann müsste entweder der Rucksack größer sein oder die Tasche kleiner. Und den Rucksack habe ich eben, der ist nicht größer. Also habe ich gesagt, Tasche kleiner, denn was soll das? Und tatsächlich muss ich auch sagen, finde ich die von der Größe her echt ganz angenehm. Aber kurze Offenlegung, ich habe die Teile natürlich von PGY Tech für dieses Video hier gekriegt. Das heißt, ich habe sie nicht gekauft. Ich stelle sie dir hier vor, aber komplett ehrlich und offen, was ich eben darüber so denke. Fangen wir ganz kurz mit der kleinen an. Wie gesagt, die ist eigentlich zu klein für mich, aber ich dachte, man kann es mal ausprobieren. Außerdem ist es so eine, die man sich entweder hier so vor den Bauch hängt oder so komisch über den Rücken. Und das eine sieht doof aus, das andere ist unpraktisch, zumindest für mich. Also falls irgendjemand die Tasche haben möchte, einfach unten drunter kommentieren. Ich brauche sie nicht. Gucken wir sie uns trotzdem kurz an. Eine Sache ist ganz cool. Und zwar, wenn man die Wasserflasche mitnehmen möchte, kann man die sich hier vorne. Falsche Richtung. Falsche Richtung. So, jetzt. An sich ganz cool, aber was natürlich dann passiert, hier innen drin wird der Platz noch kleiner, weil das hier so ausgestülpt wird. Und ja, also ich finde sie zu klein. Man kann eine Kompaktkamera reinpacken. Ja, also als Kameratasche, ich weiß nicht. Man kann die mitnehmen zum Fotografieren, wenn man die Kamera in der Hand hat. Hier kann man Speicherkarten reinmachen. Sieht man das hier? Ja, Speicherkarten. Hier sind halt so ein paar Fächer. Aber wie gesagt, das ist genauso wie mit der Flasche. Das stülpt ja alles aus, sodass nicht mehr richtig viel reinpasst. Hier vorne, wie man es schon vom Rucksack kennt, so zum Umdrehen, die Marke für Speicherkarten oder für Akkus, was voll, was leer ist. Und um gleichzeitig das Gewinde vom Stativ, von der Schnellwechselplatte festzuschrauben. Eine coole Idee. Und hier auch wieder einzelne Fächer. Also an sich eine durchdachte Tasche, aber, achso, da hinten habe ich noch vergessen. Da hinten. Also ich habe die ganz kurz probiert und musste feststellen, für mich ist die nichts. Als Fototasche, auch für kleine Fototouren. Ist für mich einfach zu klein. Wenn es auch für dich passt, unten drunter einfach kommentieren, dann schicke ich sie dir. Kommen wir aber zur 6-Liter-Tasche. Die heißt One Go Shoulder Bag. Achso, warum heißt denn eigentlich die? One Go Sling Bag heißt die. Und da sieht man auch schon, wie man mit der rumlaufen kann. Aber wie gesagt, mein Ding ist es nicht. So, weg damit. Gucken wir uns jetzt aber die Shoulder Bag an. Auch hier, guck mal, die gibt es in. Hier, entweder in 6 oder eben in 10 Liter, zwei verschiedene Größen, und die hängt man eben so rum und es geht wunderbar. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich dachte, dass dieser Riemen hier doch ganz schön schmal wäre, aber ich bin damit über 30 Kilometer gelaufen und es geht erstaunlich gut. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also von daher muss ich diesen Riemen loben. Ist angenehm zu tragen. So, was kann die Tasche alles? Packen Sie mal aus. Sie hat hier zwei so Taschen, wo eben diese 0,5 Liter Flaschen reinpassen. Das sieht ein bisschen wackelig aus, aber es hält. Hier habe ich einen Apfel drin, denn irgendwie, man braucht ja auch Vitamine und Energie, wenn man unterwegs ist, aber man kann alles Mögliche reinpacken. Dann gibt es hier hinten noch ein Fach, wo man was reinschieben kann. Also genauso wie bei der kleinen Tasche, wenn man halt in die Fächer außen was macht, drückt es innen drin ein bisschen zusammen. Hier vorne gibt es noch ein Fach. So, da habe ich meinen Geldbeutel drin. Wenn man irgendwo schnell was kaufen will oder so, muss man da schnell ran. Und dann eben hier die Fächer. Und das ist eigentlich auch schon der größte Nachteil. Das hier. Dieser Reißverschluss. Na, wo habe ich ihn hier? Ja, den muss man hier um die Kurve rum machen. Und das ist. Ja, also dadurch wird die Tasche, es steht zwar nicht offiziell auf den Daten drin, aber sie scheint relativ dicht zu sein. Ich war im Regen damit unterwegs. Es wurde nichts nass da drin. Das ist das gleiche Material, glaube ich zumindest, wie hier beim Rucksack. Und der ist ja auch mehr oder weniger wasserdicht. Also hier läuft natürlich schon Wasser rein. Tauchen kann man damit nicht. Aber im Regen kann man damit rumlaufen
Und habe ich damit auch gemacht. Und wenn der Reißverschluss zu ist, dann sollte sie ziemlich dicht sein. Aber wenn man eben schnell an die Kamera ran möchte, muss man hier aufmachen. Und wenn man sie schnell wieder verstauen möchte, muss man hier wieder zumachen. Oder man lässt einfach offen. So habe ich es gemacht. Also ich habe meistens die Tasche so offen. Dann kann ich hier noch schnell weiter aufmachen und dann eben die Kamera rausnehmen. Die hat jetzt den Schultergurt dran, weil ich damit gerade ein bisschen experimentiere, was man wie irgendwie rumtragen kann. Das ist jetzt die Sony RX10 Mark IV. Die passt hier wunderbar rein. Da habe ich mir eben hier so mein Fach gebaut. Da waren zwei solche Dinger dabei, um sich da eben Fächer zu bauen. Und das ist eigentlich optimal. Du siehst, ich habe hier nochmal eine Wasserflasche dabei, je nachdem, wie lange man unterwegs ist, wo man unterwegs ist. Die passt hier auch gerade so rein. Eigentlich ein kleines bisschen niedriger könnte sie sein und die Tasche ein kleines bisschen höher. Gerade deshalb geht es auch vielleicht nicht so richtig mit dem Reißverschluss rum, aber sie passt auf jeden Fall rein. Taschentücher, ganz wichtig. Putztuch für die Linse. Und hier dann auch wieder diese Fächer für Speicherkarten oder für Ersatzakkus. Hier habe ich eine Speicherkarte drin. Hier, hier. Und hier auch wieder diese Marken, um Stativ festzuschrauben, also Schnellwechselplatte oder eben um anzuzeigen, ob die Speicherkarte voll oder leer ist. Dann hier noch meine Sonnenbrille, also ist schon noch ein bisschen Platz da. Und ich muss sagen, ich finde die Tasche echt erstaunlich gut. Hätte ich so nicht gedacht. Hier habe ich noch, hier ist noch mal ein Fach. Hier habe ich eben eine Powerbank und was habe ich noch? Kabel. Ja, guck einmal, das ist halt das Blöde. Einmal USB-C-Kabel für die Canons und fürs Smartphone und dann ein Micro-USB für die Sony. Das ist doof, dass die nur mit Micro-USB geladen werden kann. Es geht auch noch weiter, wobei da habe ich nichts drin, weil es eben dann wieder zu dick wird irgendwie. Also hier haben wir nochmal ein Fach, wo man was reinmachen könnte und hier hat man auch noch Fächer, wo man was reinmachen könnte. Aber dann kommt das Ding halt hier nicht mehr so richtig rüber. Hier so, wenn man hier vorne zu viel drin hat. Deshalb, ja, man kann mit Werbung machen, wie viele Fächer das Ding hat, aber schlussendlich muss die auch noch zugehen. Und dieses Teil hier, das klett, kann man hier rauskletten oder rausmachen. Zack, so, klack, klack, klack. Und dann eben für die Kamera, die man hat, oder für das Objektiv, was man hat, einstellen. Man kann natürlich auch einfach ein Objektiv reinmachen. Was nicht reinpasst, ist die R6 mit. Jetzt muss ich mal gucken, was für ein Objektiv ich da überhaupt dran habe. Hier, okay, hier habe ich das 24-240 dran und damit passt sie nicht rein. Damit ist sie. So, hier. So, könnte ich. Okay, jetzt habe ich das hier zu eng gemacht. Mach es mal komplett raus. So. Also, wenn ich das hier jetzt reinstelle, dann ist das hier. Hier sieht man es, hier ist einfach zu hoch, da komme ich hier nicht mehr so richtig um die Kurve rum und kriege hier den Reißverschluss nicht mehr einfach zu. Oder, also zur Not wird es schon irgendwie gehen, hier vielleicht die Taschentücher raus. Aber für so große Kameras ist die Tasche nicht geeignet. Was man aber machen kann, wenn man natürlich die Kamera in der Hand hat, mit der unterwegs ist, kann man hier noch ein zweites Objektiv reinpacken, da ist ja genug Platz dann. Was auch ganz cool ist an der Tasche, man kann die, ich muss mal den Apfel hier rausmachen, man kann die hier komplett aufmachen. Oder auch nicht. Also das muss auch nicht ständig gehen. Moment, muss mal hier eins nach dem anderen. So, ich muss erstmal hier aushängen. Hier sind so Haken dran. Nummer eins. Oh. So, Nummer zwei. Wie gesagt, das muss nicht ständig sein. Hier ein bisschen Platz machen. Denn so kann man die Tasche, das ist ganz cool, komplett flach machen, wenn man hier um die Kurve kommt mit dem Reißverschluss. Hier geht's. Hier geht's jetzt auch. So, komplett aufkletten. Hier zusammendrücken irgendwie. Oder kann man sogar wegkletten. Das macht man natürlich nicht ständig, aber man kann die eben so komplett flach machen oder so komplett flach. Sieht man jetzt gar nicht in der Kamera. Also kann man es in den Koffer packen, also wenn man irgendwo hinfliegt. Weil als Handgepäck ist ja zu klein. Also wenn man irgendwo hinfliegt, kann man die ganz glatt machen, ganz flach machen. Klamotten drauf, was weiß ich was drauf. Und wenn man dann unterwegs ist, baut man sie sich eben wieder zusammen. Das dauert dann eben genauso lange wie das Auseinanderbauen. Deshalb zeige ich das jetzt nicht mehr. Was es auch noch gibt, hier unten gibt es so Ösen. Da waren sogar irgendwelche Strippen dabei, die ich jetzt während meiner Testzeit aber verlegt habe. Also hier, hier, hier und hier. Und dann können wir unten noch ein Stativ ranmachen. Aber ganz ehrlich, dafür ist die Tasche zu klein, würde ich sagen, um da auch noch mit einem Stativ rumzuschleppen. Aber es würde gehen. Also man könnte die Tasche nach unten dadurch noch erweitern. Aber du siehst, ich habe die Dinger verloren. Ich habe sie auch nie genutzt. Was heißt verloren? Die liegen irgendwo rum. Ich habe sie halt nie benutzt.
Denn wozu auch? Mal gucken mal. Verräterische Alufolie. Das war Ovomaltine-Schokolade, sage ich dir. So, also, so viel zu diesen Taschen. Ich finde diese hier wirklich gut. Bis auf diesen Reißverschluss, da wäre eigentlich cool, wenn es einen Reißverschluss hätte und dann noch so ein Schnappverschluss, dass man sie hier irgendwie schnell zumachen könnte und dann komplett dicht machen oder komplett zumachen könnte, wenn man das eben möchte. Ansonsten finde ich sie wirklich erstaunlich gut. Ich war jetzt mehrmals damit unterwegs, wie gesagt, 30 Kilometer, dann ein paar Mal um See rum und was weiß ich was. Ich habe die viel genutzt und nutze sie wirklich gern. Ich bin neulich auch zum Kumpel gekommen mit der Tasche, er hat gefragt, ah, muss ich so ein Video machen von der Kamera? Da hat gesagt, nein, zu der Tasche. Und er sagt, und? Und ich sage, besser als gedacht. Und ja, ah, gut, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Das war jetzt so mein Einstieg in den Taschentest. Es ersetzt natürlich keinen Rucksack, aber wenn man nicht so viel gerade braucht und nicht so viel möchte, ja, Daumen hoch von mir. Ich verlinke dir unten drunter alles und ich bin natürlich gespannt auf deine Kommentare, was du zu dieser Tasche denkst und was du über diese Tasche denkst. Was es noch alles lohnt zu testen, aber wie gesagt, bei Taschen bin ich nicht ganz so schnell wie bei Kameras. Auf jeden Fall nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, dann siehst du, mit welchen Taschen ich in Zukunft unterwegs bin, auch mit welchen Kameras und vor allem auch, wo ich unterwegs bin. Hier gibt es mein letztes Video. Hier gibt es mein Video zu dem PJY One. Oh, jetzt ist die Tasche auf hier. One Go. Und dann würde ich sagen, man sieht sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.